ich möchte die beste Bildung für jedes Kind. Egal aus welchem Elternhaus es kommt, egal welche Schule es besucht, egal welchen Stadtteil es aufwächst, egal ob es einen Migrationshintergrund hat oder nicht. In Hamburg sind es mindestens 6, wenn nicht deutlich mehr Kinder, die eine Erzieherin in der Krippe betreuen muss. Das geht nicht. Ich bin selber Mutter von 2 Kindern. Ich weiß, was es damals bedeutet hat, alleine sich um 2 Kinder zu kümmern. Wie kann es sein, dass wir in einer Metropole wie Hamburg es uns leisten oder meinen, leisten zu können, den schlechtesten Kinderbetreuerschlüssel aller westdeutschen Bundesländer zu haben? Das ist ein Unding. Guter Unterricht wird von guten Lehrern erteilt. Das kennen wir alle aus unserer Vergangenheit. Wir haben da was gelernt, wo wir gute, engagierte Lehrer hatten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die richtigen Menschen auswählen, die den Lehrerberuf ergreifen und sie dann auch im Studium und auch später immer weiter fortbilden, weil da brauchen wir die allerbesten für unsere Kinder. Exzellente Hochschulen sind wichtig für den Wirtschaftsstandort Hamburg, aber die Unis werden weiterhin mit Knebelverträgen klein gehalten. In der Folge müssen die Unis Studienplätze abbauen und es fehlt an der Qualität in der Lehre. Das ist Gift. Deswegen sage ich auch mal beste Bildung. Ich meine das auch so. Da denken wir zu klein, viel zu kleinteilig, viel zu wenig visionär. Also wir müssen wirklich richtig Gas geben. Mein Name ist Katja Suding und ich bitte um Ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl 2015.